Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute habe ich wieder ein Fehlkäufe- und Favoritenvideo in der Aufgebraucht-Edition für euch. Wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr mir diese Frage in den Kommentaren beantwortet und dann starten wir auch direkt mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Wir starten mit der Cremedusche von Balea mit dem Duft von Mandelblüte und Magnolie. Das ist eine meiner Lieblingsduschen aus dem DM bzw. von Balea. Der Duft ist so angenehm, es ist so eine tolle Kombi aus cremig, zart, pudrig, süß und blumig. Hier werden die sehr starken Tenside ziemlich gut abgeschwächt durch Panthenol, durch Glycerin, durch Betaine. Wir finden außerdem nur eine milde Parfümierung und keine deklarationspflichtigen Duftstoffe. Kann ich euch sehr empfehlen für den Preis sowieso. Ein Produkt, das früher ein Fehlkauf war, mittlerweile aber zu meinen Favoriten zählt, ist von Langhaar-Mädchen das Trockenshampoo. Das hat so diese typischen Inhaltsstoffe eines Trockenshampoos. Also hier sind immer Butane und Propane drin. Es ist außerdem immer denaturierter Alkohol enthalten oder was heißt immer? Es gibt bestimmt Ausnahmen, aber in den allermeisten sind diese Inhaltsstoffe auch drin. Was ich hier ganz schön finde, ist, dass Panthenol nochmal zusätzlich verwendet wird, was natürlich die Kopfhaut auch ein bisschen beruhigen kann einfach. Und auch die Parfümierung ist hier sehr mild. Außerdem sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe drin. Trotzdem natürlich jetzt nicht für jeden Tag zu empfehlen, weil es einfach auf Dauer die Kopfhaut austrocknen kann. Für zwischendurch völlig in Ordnung. Ich finde immer noch, dass bei mir die stärksten Effekte die Batiste-Trockenshampoos erzielen, aber das Trockenshampoo hier hat meine Haare doch so viel frischer gemacht, als ich vermutet hätte. Also als ich das Trockenshampoo ganz am Anfang mal getestet habe, dachte ich so, oh nee. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile überarbeitet haben, aber ich finde den Effekt sehr schön. Man sieht es wirklich nicht stark in den Haaren. Es verklebt auch nicht. Bleiben wir gleich bei Trockenshampoo. Von Batiste ist auch diese kleine Variante leer gegangen. Eigentlich, wie gesagt, Batiste Trockenshampoo Favoriten, aber diese kleine Variante ist so überflüssig, finde ich eigentlich. Das Einzige, was hier dran wirklich ein Pluspunkt ist, ist natürlich die Größe, um das Ganze gut mitzunehmen. Aber ich habe das 3, 4 Mal benutzt und danach war es leer. Und dann unterscheidet es sich eben preislich kaum von dieser großen Variante. Diese Kirschgeruchsrichtung fand ich cool, riecht überhaupt nicht nach Kirsche, meiner Meinung nach, riecht aber so richtig schön frisch. So frische Wäsche frisch, sozusagen. Dieser Sonnenschutz von Sundance in der Kindervariante ist wiederum sehr empfehlenswert. Da ist ein Lichtschutzfaktor von 50 enthalten, ist eigentlich für zarte Baby- und Kinderhaut eben geeignet, weil das Ganze auch ohne Duftstoffe auskommt, aber kann man auch als erwachsene Person natürlich trotzdem gut benutzen. Die Schutzwirkung ist damit wirklich gut gegeben. Also wir haben im Urlaub sogar 2 Packungen leer gemacht. Ich weiß gar nicht, wo die zweite hin ist. Und manchmal kommt es ja dazu, dass man eben bestimmte Partien auf dem Körper vergisst. Und dann dieser Vergleich, da wo man sich gut eingecremt hat und da wo man sich nicht eingecremt hat, war immer wieder so erstaunlich. Manchmal klebt das ein bisschen auf den Händen, jetzt nicht auf dem Körper, ich finde, da zieht es gut ein, aber wenn man sich das mit den Händen einreibt und das vielleicht so ein bisschen in Verbindung mit Schweiß auch kommt, ist das Gefühl auf den Händen so ein bisschen klebrig, kann man aber, wenn man dann einfach das Ganze mit Wasser abwäscht, auch wieder beheben natürlich. Oh ja, Leute, ein Favorit von mir, der in kaum einem Videoformat bisher so richtig Aufmerksamkeit von mir bekommen hat, ist dieser Booster hier von Beauty Mates. Benutze ich auch schon sehr lange, ist super ergiebig. Da ist eine Kombination aus AHA und BHA drin. Also AHA in Form von Glykolsäure und BHA in Form von Salicylsäure natürlich. Glykolsäure ist zu 12% enthalten. Das ist wirklich eine sehr hohe Konzentration. Man sagt auch, dass die Konzentration von Glykolsäure immer so bei mindestens 5 bis 10% sein sollte, damit das Ganze eben wirksam ist. Wie gesagt, hier sind 12% enthalten. BHA ist zu 2% drin. Und da ist die Spanne so bei 0,2 bis 2%, also auch ganz am äußersten Rand hier wieder. Wenn ihr zu Unreinheiten neigt, unbedingt testen, weil das eine Kombi ist, die erstens schnell wirkt und zweitens immer sehr effektiv ist. Parfümfrei selbstverständlich, also sollte für viele Hauttypen auch wieder gut verträglich sein. Ich vertrage das auch mega gut. Immer wenn ich sehe, oh, meine Haut bekommt langsam wieder Unreinheiten oder hat langsam wieder ein paar Unreinheiten bekommen, dann trage ich das abends auf und am nächsten Tag sehen die Unreinheiten wirklich schon wieder deutlich abgeschwächter aus. Es ist eben ein chemisches Peeling natürlich, trägt so überschüssige Hautschüppchen ab, sorgt auch so für Glow und eine weichere Haut auf längere Sicht. Wenn euch das Ganze aber natürlich trotzdem zu hoch konzentriert ist, könnt ihr das wie immer mit der Beauty Mates Creme hier mischen. Empfehle ich euch ja sowieso immer. Die ist jetzt diesmal noch nicht leer, da ist noch ein bisschen was drin. Da ist auch nochmal Urea drin, was auch einfach nochmal so ein bisschen für Entspannung und Regeneration der Haut sorgt.
sorgt und Feuchtigkeit spendet, aber auch natürlich die hohe Konzentration an Hyaluron. Und wenn man ein paar Tropfen mit der Creme eben mischt auf dem Handrücken, dann ist diese hohe Konzentration eben nicht mehr in dieser Art und Weise gegeben und etwas abgeschwächter. Ihr könnt es aber natürlich auch mit jeder anderen Creme mischen. Mein Rabattcode von 30% sollte immer noch gültig sein. Damit könnt ihr wie immer einiges sparen. Ich blende ihn euch nochmal ein und packe ihn euch auch in die Infobox. Die Hanfmaske von Balea habe ich jetzt auch aufgebraucht. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Also ich fand die Inhaltsstoffe ja auch wieder ganz in Ordnung, ziemlich gut sogar. Also gerade der erste Teil so in der Inhaltsstoffliste liest sich gut. Glycerin ist drin, Betaine sind drin, außerdem dieser Hanfextrakt, genauso wie Avocadoöl. Also alles feuchtigkeitsbindende Substanzen auch. Zink ist enthalten, kann nochmal etwas gegen Unreinheiten tun, wenn man darauf zumindest nicht so stark reagiert. Also muss man ein bisschen gucken. Die Parfümierung ist mild, keine deklarationspflichtigen Duftstoffe lassen sich finden und auch kein austrocknender, irritierender Alkohol. Dennoch hat das Ganze bei mir etwas gebrannt. Also ich habe momentan, wie gesagt, eine etwas strapazierte Haut und da ist jetzt jede Tuchmaske bisher nicht ganz so mild irgendwie gewesen. Ich habe von der da ein bisschen mehr erwartet, weil die sich eben von den Inhaltsstoffen doch so liest, als könnte sie der Haut eben was Gutes tun und sie beruhigen. Aber die Haut hat sich danach trotzdem gut angefühlt. Also sie war jetzt nicht gerötet oder doll strapaziert. Die Parfümierung hätte für mich ja auch überhaupt nicht sein müssen. Sehr streng und ich kann es auch keiner bestimmten Duftrichtung zuordnen. Von Revolution habe ich hier diesen Augenbrauenstift aufgebraucht. Der hat auf der einen Seite eben eine Spitze mit der Farbe gehabt. Die war recht dünn und präzise, aber auch ziemlich eckig. Und auf dieser anderen Seite ist eben die Laminierflüssigkeit enthalten, also um die Augenbrauen in Form zu halten. Was ihr hier vielleicht schon seht, ist, dass die Flüssigkeit sich komplett verfärbt hat, weil man damit natürlich über die Farbe rübergegangen ist. Die Farbe war ganz gut, obwohl ich eine höhere Pigmentierung erwartet hätte. Das Ganze war nämlich nicht so wachsig, hat sich trotzdem gut auftragen lassen. Man musste aber eben einige Male in die Lücken der Augenbrauen gehen, um da ein gutes Ergebnis mit zu erzielen. Und auch dieser Lifting-Effekt mit dem Gel war jetzt nicht besonders stark. Also ich habe insgesamt mehr davon erwartet und würde es mir jetzt auch nicht nochmal nachkaufen. Die Seife, die ich hier von Action habe und die mich sehr an eine andere Seife von Le Petit Marseille erinnert, die kann ich euch wie immer sehr empfehlen. Also da war auch einiges drin, 490 Milliliter, war doch recht ergiebig. Der Duft ist der Hammer, also riecht so leicht nach Lavendel, ist eher ein frischerer, gleichzeitig doch leicht edler Duft, auch sehr langanhaltend eigentlich auf den Händen, also den nimmt man noch eine Zeit lang warm. Super Dupe und gibt es bei Action, wie gesagt. Auch diese Cremedusche habe ich jetzt aufgebraucht von Jekyllmoon, auch eine meiner liebsten Cremeduschen aus dem DM oder aus der Drogerie. Enthält Shea-Butter und Thierry-Blüten, Pfirsichduft, ist also ein wirklich schön cremiger, gleichzeitig süßer und sehr eleganter Duft irgendwie. Riecht sogar vielleicht ein ganz, 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 ganz kleines Mini-Bisschen nach Kirsche. Da ist jetzt nicht die reine Shea-Butter drin, sondern sowas wie ein Derivat eben, was aber trotzdem ähnliche Effekte haben soll. Es ist also schon eine etwas reichhaltigere Cremedusche. Die Parfümierung ist hier natürlich etwas stärker, also hier sind deklarationspflichtige Duftstoffe enthalten, genauso wie Parfüm eben nochmal zusätzlich. Die starken Tenside werden aber meiner Meinung nach durch die Shea-Butter eben gut abgeschwächt. Also das fühlt sich angenehm auf der Haut an, ist, wie gesagt, etwas reichhaltiger, etwas fettiger vielleicht auch als andere Duschen. Kann man auch super gut als Badezusatz benutzen. Also einfach in die Badewanne geben, das schäumt richtig schön auf. Von Hans ist wieder dieses Desinfektionsspray leer gegangen. Das ist das Aloe Vera Desinfektionsspray. Könnte besser riechen, meiner Meinung nach. Hatte ich aber euch auch schon erzählt ein bisschen was dazu. Also ich finde es einfach praktisch, weil es so klein ist. Ich finde, man braucht aber sehr, sehr viel davon, bis man das Gefühl hat, man reinigt seine Hände damit gut. Es war jetzt für den Urlaub eigentlich ganz praktisch, obwohl ich es jetzt nicht nochmal mitnehmen würde, muss ich sagen, weil es da einfach andere Desinfektionssprays gibt, die eben dieses Reinigungsgefühl mit viel, viel weniger Pumpstößen erzeugen. Von dieser Pflegecreme von Balea habe ich euch auch schon einiges erzählt. Ich finde die auch richtig gut. Also das ist eine 24-Stunden-Pflege für Gesicht und Körper. Fürs Gesicht würde ich sie nicht benutzen und ich benutze sie auch nicht dafür. Ist einfach zu stark parfümiert und enthält auch noch ein paar deklarationspflichtige Duftstoffe. Das, wie gesagt, möchte ich ja nicht mehr so im Gesicht benutzen. Riecht aber dafür eben sehr gut und ist am Körper auch angenehm. Ich würde gar nicht sagen, dass das etwas ist für super trockene Haut, aber es hat schon geholfen, eine gewisse Feuchtigkeit
auf in die Haut zu bringen. Für meine Feuchtigkeitsbedürfnisse ziemlich gut. Haben wir auch ab und zu aufgetragen, wenn wir im Sommerurlaub eben doch so ein paar Stellen hatten, wo wir mit Sonnenbrand zu tun hatten. Da hat das ganz gut beruhigt. Und was ich auch im Urlaub die ganze Zeit benutzt habe, ist dieses Sonnenschutzspray von Garnier. Auch das kann man sich sehr gut auf den Scheitel noch auftragen, damit der Scheitel eben genauso vor Sonne geschützt wird. Ist auch nicht allzu fettig, aber ich finde trotzdem, dass der Ansatz insgesamt schneller damit nachfettet. Hier ist ein Lichtschutzfaktor von 50 drin. Es ist kein denaturierter Alkohol enthalten. Ich habe es mir auch schon nachgekauft wieder, weil ich es wirklich gut finde. Das kann man sich immer wieder auftragen. Also wenn man den Sonnenschutz eben morgens benutzt hat und tagsüber dann die ganze Zeit in der Sonne ist, muss man den ja, wie gesagt, auffrischen. Durch Make-up oder sonstiges ist das manchmal etwas schwieriger und da ist der hier besonders gut geeignet. Zwei Shampoos sind auch leer gegangen. Einmal die Variante von Shea, das Feuchtigkeitsshampoo, was ich eigentlich ganz gut fand. Das ist jetzt aus dem Sortiment gegangen, so wie ich es mitbekommen habe. Die Tenside, die hier benutzt werden, sind aber sehr mild. Außerdem finden wir Glycerin und Betaine nochmal als Feuchtigkeitsbinder. Sowas wie Mandelextrakt ist enthalten. Was so ein bisschen schade hier dran war, ist der austrocknende Alkohol und außerdem die Duftstoffe, die auch nicht hätten sein gemusst, weil der Duft auch irgendwie gewöhnungsbedürftig ist. Er ist jetzt nicht schlimm, aber er ist jetzt auch nicht toll. Aber wie gesagt, ich fand es gut. Ich fand, es hat den Ansatz auch ein bisschen länger frisch gemacht, obwohl es Feuchtigkeit gespendet hat. Und es war jetzt auch nicht so austrocknend. Trotz des austrocknenden Alkohols, da haben wahrscheinlich die feuchtigkeitsbindenden Substanzen hier einfach einen guten Job gemacht. Aber das Shampoo finde ich noch empfehlenswert. Das ist ein Babyshampoo. Soll ein Waschgel und Shampoo sogar in einem sein und ohne Parfüm, ohne Silikone, ohne Mikroplastik auskommen. Auch hier ist es so, dass super milde Tenside benutzt werden. Wir finden außerdem Aloe Vera und Vitamin E hier drin. Haben Willi und ich auch zusammen benutzt, weil er auch ein großer Fan davon geworden ist. Es ist einfach so verträglich und die Kopfhaut wird damit nicht so sehr strapaziert. Natürlich muss man wissen, wenn man jetzt irgendwie viel geschwitzt hat zum Beispiel oder viele Styling-Produkte in den Haaren hat, wird dieses Shampoo nicht alles rausbekommen. Da sollte man dann stärkere Tenside verwenden, aber für Leute, die auch jeden Tag ihre Haare waschen und die deshalb eben aufpassen müssen, dass die Kopfhaut nicht zu sehr strapaziert wird, ist das eine gute Sache. Auch das Micellenwasser von Hey Organic ist wieder leer gegangen. Das benutze ich auch für die Augenpartie und gehe dann einfach nochmal damit über das Gesicht, wasche ich allerdings auch wieder ab. Das Ganze ist parfümfrei, soll Feuchtigkeit spenden, in Form von Betain zum Beispiel auch oder Hyaluron. Ist aber auch noch mal ein bisschen wirksam gegen Unreinheiten durch Zink hier wieder. Hat bei mir auch wirklich was gegen Unreinheiten gebracht, habe ich das Gefühl. Kommt in einer Glasverpackung, braucht sich allerdings ziemlich schnell auf, muss man schon sagen. So, und dann habe ich hier noch von Balea den Winterbalsam, Haarbalsam. Der wird ja jetzt bestimmt wieder in die Filialen kommen. Das ist ja so eine Edition, die eben immer im Winter erhältlich ist. Es ist wirklich ein ganz tolles Produkt. Ich mag es von den Inhaltsstoffen sehr gerne. Es ist Shea-Butter enthalten, Glycerin, Keratin, Proteine. Die Formulierung kommt komplett ohne Silikone aus und ist trotzdem eben sehr wirksam. Riecht so ein bisschen nach Babyprodukt, finde ich. Der Duft verfliegt auch recht schnell in den Haaren und macht die Haare einfach so schön weich, so schön geschmeidig. Man hat wirklich das Gefühl, dass sie gut gepflegt werden. Kann natürlich beschweren, wenn man zu viel davon aufträgt, aber mit einer moderaten Menge sollte das nicht so sein. Ja. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir doch sehr, sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.